Am 20. August 2020 startet Biohackers auf Netflix. Und ich bin Luna Wedler und ich spiele Mia, die Medizinstudentin. Biohackers ist ein Wissenschaftsthriller über Biotechnologien und Genetic Engineering und darüber, was auf diesem Gebiet alles schon möglich ist. Um zu zeigen, dass das heute schon mehr Science als Fiction ist, sind wir hier in meiner Heimatstadt Zürich. Denn hier entsteht die weltweit erste Netflix Original Series, gespeichert in DNA. Grundsätzlich ist DNA technisch gesehen einfach ein Datenspeicher. Ein wichtiger Grund, wieso wir uns mit DNA als Datenspeicher auseinandersetzen, ist die Speicherkapazität. Und in einem kleinen Würfel DNA passen theoretisch 200 Exabyte Daten. Das sind 200 Millionen Terabyte. Das ist unglaublich faszinierend. In der Serie wird Technologie verwendet, um Biologie zu verändern. Wir gehen eigentlich genau den anderen Weg. Wir verwenden Biologie, um Technologie zu machen damit. Hier in dieser pinken Flüssigkeit sind jetzt 1 Million Kopien der ersten Biohackers-Folge. Unsere Serie über Biotechnologie ist jetzt also selbst ein biotechnologisches Experiment. Aber wie genau kommt die Serie in die DNA? Ja, auf dem Computer bekommen wir die Serie im Prinzip als Einsen und Nullen. Und unsere Aufgabe ist dann, die Netflix-Serie zu nehmen und in DNA zu übersetzen. Wir übersetzen in einer Abfolge von A, C, T und G. Wir nehmen die DNA und packen sie in kleine Glaskügelchen. Und in diesen Glaskügelchen ist die DNA stabilisiert, wie ein künstliches Fossil. Synthetische DNA ist ganz was Alltägliches. Das kommt in einem kleinen Päckchen mit einem Röhrchen drin. Dann ist unsere Serie jetzt also in DNA gespeichert. Aber wie kriegt man sie da wieder raus, wenn man sie sich ansehen will? Wir müssen wieder zurückübersetzen in eine Sequenz von Nullen und Einsen. Das ist ein Prozess, der Sequencing heißt. Und diese Technologie hat sich extrem entwickelt über diese letzten 20 Jahre. Kein sehr schneller Prozess noch. In ein paar Jahren gibt es Infrastruktur, die man an einen Computer einstecken kann und die Source-File auslesen kann. Wenn wir auf einer Festplatte Daten speichern oder auch auf einem USB-Stick, dann sind sie ungefähr nach 10 Jahren sind die Daten weg. Also die Daten halten sehr lange auf DNA. Die Informationsdichte pro Volumen ist extrem hoch. Und die zwei Eigenschaften machen DNA als Datenspeicher so interessant. Wir können voraussagen, dass wir ungefähr 1000 Jahre lang das immer noch fehlerlos auslesen können. All diese Dinge sind bereits möglich. Biologie und Technologie verschmelzen. Und das ist ein super spannendes Thema. Das ist sicher keine Science Fiction,